Startposition. Schläger zeigt hinten zum Boden und stehe seitlich zur Grundlinie. Schlage den Ball von hinten unten nach vorne oben. Schlägerkopf unter den anvisierten Treffpunkt bringen. Treffpunkt. Handgelenk stabil, seitlich vor dem Körper treffen und die Schlagfläche nahezu senkrecht halten. Endposition. Der Schläger schwingt nach vorne oben. Die linke Hand geht gleichzeitig nach hinten unten. Und wieder zurück in die Startposition. Schaue bis zum Treffpunkt auf den Ball. Endposition. Stehe weiterhin seitlich und die linke Schulter zeigt nach hinten. Trainingsaufgabe. Schlage 10-mal über das Netz ins Feld. Zuerst von der T-Linie und wenn das gut klappt, stell dich an die Grundlinie. Spiele erst mit druckreduzierten Bällen und nimm anschließend normale Bälle.